Und dann überlegen, wie wir weitermachen. Also den Tempel möchte ich noch immer nicht betreten. Selbst jetzt nach dem Level-Up glaube ich, dass der immer noch zu heftig für uns ist. Yes. Du kannst jetzt diesen Zauber, jetzt da Ja. Abfluss. What? Du kannst jetzt Verbot. Ah. Und du hast einen stärkeren Ja. Tierbegleiter. So, hier wäre der Tempel. Müssen wir mal kurz gucken. Begrabene Geheimnisse, Fragmente des zertrümmerten Glaubens. Da müssen wir dann zum... Ich weiß nicht, sollen wir die Hauptquest mal fortführen oder soll ich mir das eine Gebiet ansehen, was ich noch habe, vor dem Schloss von Redrick? Ja, hier drin sind sie alle froh. Hello. Hallo. Ein Zimmer hätte ich gerne. Und weiter geht's. Oh, nebenbei, ich habe die Fläschchen doch gar nicht angesehen, die ich von ihr bekommen habe. Das soll ich auch mal kurz machen. Was habe ich denn bekommen? Trank der kleinen Erholung. Minus 2 Dauer von aktiven abträglichen Effekten. Ja, das kannst du mal nehmen. Du kriegst die beiden. Was das machen soll, das habe ich auch noch nicht ganz kapiert. Ach übrigens, ich habe gelesen, es gibt einen kleinen Bug mit der Doppelklicks betrifft. Wenn ich im Inventar irgendwas auswähle, also ausrüsten will mit Doppelklick, dann verlieren meine Begleiter ihre Fähigkeiten. Das ist nicht so schön. Deswegen zum Glück habe ich das bis jetzt noch gar nicht gemacht. So, wir können mal kurz gucken, was wir hier lernen könnten. Was das kostet. 100 Goldstücke. Kupferstücke. So könnten wir die beiden wenigstens lernen. Und wir können das Ding hier in den Quickslot ziehen, dass er im Kampf wechseln könnte. Brauchen wir allerdings im Augenblick nicht. Was habe ich denn an Geld zusammen? Ziemlich viel eigentlich. Ja, ich glaube, ich werde wirklich als nächstes das Waldgebiet untersuchen. Also den hier. Weil nach Ketnua will ich noch mal durch die Schwarzauen durch und die beiden Waldlaurer besiegen, die dort lauern. Greetings. Du warst hier einige Zeit unterwegs. Sie führte dich schon, du wirst nicht zurückkehren. Ist er das? Hast du ihn mitgebracht? Aufra schaut dich hoffnungsvoll aus. Was hat Ranga gesagt? Ja, ich habe ihn. Hier ist er. Du hast es wirklich geschafft. Oh, gesegnet seist du, gepriesen seist du. Ich weiß nicht, was ich ohne deine Hilfe getan hätte. Jetzt wird beim Baby nichts geschehen. Aufra starrt dich an. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ja, auch wenn ich es nicht gern tue, ich werde dir noch etwas über den Tag sagen. Aufra blinzelt und schaut dir am Pullo hinein. Was meinst du damit? Er bewirkt nicht das, was du denkst. Ranga sagt, es würde dein Befinden bessern, aber das ist es auch schon. Aber das ist, Aufras Glückseligkeit verschwindet schnell wieder. Aber alle sagten, sie blickt weg. Ich hätte es wissen müssen. Oh, wie dumm bin ich gewesen. Wie konnte ich nur denken? Es tut mir leid, ich habe deine Zeit verschwendet. Es tut mir leid, dass es nicht so ausgegangen ist, wie du es dir vorgestellt hattest. Ach, ich habe das Meer gesehen, also war es gar nicht so schlimm. Bezahlt werden möchte ich aber trotzdem.
Nein, Hagrim ist nicht so herzlos, jedenfalls nicht diese Art von Hagrim. Du weißt nicht, dass dein Kind dasselbe Schicksal erleiden wird. Vielleicht sollte das am besten dem Zufall überlassen werden. Afra atmet tief. Du hast recht. Ich hätte mich nicht solchen Methoden zuwenden dürfen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Sie macht ein erschöpftes Gesicht und scheint sich etwas in sich zusammenzuziehen. Ich werde den Trank nicht einnehmen. Trotzdem vielen Dank, dass du ihn für mich besorgt hast. Hier, nimm das. Auch den Rest von Rangas Bezahlung kannst du behalten. Und bitte nimm auch das hier. Es gehörte Hethor. Ich hatte es aufbewahrt, aber ich glaube, du wirst damit mehr anfangen können. Vermutlich kann ich jetzt nur noch beten. Vielleicht werden die Götter gnädig sein. Was kann man sonst noch tun? Ein Hohlgeborenes wird unseren Tod bedeuten. Nicht, wenn ich mich da noch einmischen kann. Oh, ein Schutzumhang. Ja, Schutzumhang. Absitzangriff, Verteidigungsbonus, den brauchst du nicht, den brauchst eher du. So. Gut. Feuerpeitsche. Ach, Brandschaden. Gut. Dann werden wir dich erstmal verlassen. Ich denke mal, dass sie sich nicht so viel Sorgen machen werden muss, weil Hagrim sich fest vorgenommen hat, einen gewissen Fürsten einen Besuch abzustatten und ihn in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Und das wahrscheinlich noch vor ihrer Geburt. Oh, mein Ruf bei Goldtal hat sich verbessert. Ich bin immer noch mäßiger Held. Flehen einer Mutter. Ich erlangte die Mixtur, um die mich Afra gebeten hat. Aber Mutter Ranga teilte mir mit, dass dieser Trank statt eines Heilmittels lediglich eine Hebammenarznei zur Verbesserung von Afras Gesundheit sei. Zum Bauen von Rangas Trank wird anscheinend ein besonderer Teil eines der Sprosslinge benötigt, die in der nahegelegenen Meereshöhe zu finden sind. Sie hat mich gebeten, einen Sprossling für sie zu holen, während sie den Rest der Mixtur zubereitet. Ich brachte den Tank zur Afra und erzählte ihr die Wahrheit über die Mixtur. Sie war verständlicherweise enttäuscht, wusste meine Bemühungen aber trotzdem zu schätzen. Jetzt hat sie nur noch geringe Hoffnung, dass sie und ihr Kind eine Zukunft in Goldtal haben werden. Sie definitiv. Und für ihr Kind sehe ich da auch keine so großen Probleme. Also ab in den Esternwald. Wir werden jetzt uns im Esternwald umsehen und dann werden wir gucken, wo die Burg ist. In einigen der Bäume wurden seltsame Symbole geritzt, die so rot und rau wie Wunschhof sind. Was sagt das Ding? Östlich Redwicks Festung, westlich Goldtal. Okay. Mal sehen, wen oder was wir hier so finden an Gegnern. Erstmal scheint hier nichts zu sein, nur eine kleine Ausbuchtung. Hier scheint es aber lang zu gehen. Und ja, ich sollte mich erstmal, glaube ich, auf der Straße halten. Hier ist noch so ein Baum mit Wundbrand. Jo, und da geht's nach Süden. Da könnten wir wahrscheinlich auch in die Schwarzauen irgendwie gelangen. Noch so ein Baum. Ah, die Schnitzerei glänzt mit frischem Saft. So, gehen wir mal etwas abseits des Weges. Hier führt ein Weg nach Süden sogar. Ja, das müsste dieser Schleichpfad in die Schwarzauen sein, den man da auf der Map sehen kann.
So, wir sind schon am anderen Kartenrand. Wicht. Tä? What? Ach, gegen Wichte. Das kann ich einmal pro Begegnung machen. Ja. Jo. Das war nicht der Rede wert. Sure. Wichte sind übrigens auch ja, sind ja so eine Art Untote. Das hatten wir ja schon geklärt. Also das war wirklich eher harmlos jetzt gerade eben. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Wichte haben ihn zwar ein bisschen angekratzt. Oh, noch mehr Wichte. How may I help? So, du wirfst da eine Betäubung hin. Und du musst einfach mal alle benommen machen. Das Gift ist ein bisschen nervig. Okay, ist eine Krankheit, kein Gift. Sure. Wow, das war ein Leck. Spinnen sind dann doch etwas schlimmer. So. Aber auch nicht so annähernd. Aber doch, mit seiner Gesundheit geht es langsam etwas abwärts. Sollten wir aufpassen. So, hier wäre die Straße weiter zu Redricks Festung. Die sieht dann schon mal ein bisschen imposanter aus. Das könnte sogar die Festung sein, die wir nachher bekommen. Die wir noch nicht besitzen. Oh, Hirsche. Okay, nach Norden. Was gibt's da? Nichts. Also es scheint hier Gebiete zu geben, die sind nur nicht ganz so. Ja. Take him down. Na, die Spinne, die war jetzt nicht so heftig, weil ich sie vorher gesehen habe. Die Gebiete sind nicht ganz so willkürlich, wie sie jetzt in noch eine Arbeit lässt. Hey, mit Widergeweih. Klingt interessant. Jetzt sieht Hagrid böse aus. Jetzt kannst du den Helm haben, mit dem siehst du wenigstens etwas besser aus. Und du kannst den da aufsetzen. Ja. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ich hoffe immer noch, dass Helme kritischen Schaden abwenden. Das ist ja so das Problemchen, was bestimmte Chars haben können. So, hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir wirklich da oben lang gucken. Noch. Und da war's das schon mit dem Gebiet hier. Hä? Jo. Ist zwar ein bisschen dunkel, die Minimap jetzt gerade, weil wir auch im Dunkeln unterwegs sind. Aber ich denke, das Gebiet dürfte dann auch geklärt sein. Oh. Hier scheint ein befestigter Ort zu sein. Ein Friedhof wahrscheinlich, sonst wäre hier kein Skelett. Zwergenskelett, okay. What? How may I help? So, machen wir sie mal benommen. Ja. Du mach mal einen schweren Schuss auf den da. Und du schießt auch mal auf den da.
Mit dem Skelett hier vorne dürften mein Wolf und der andere und Äther gut klarkommen.